kann ich jetzt auch nicht schwimmen. Ja, genau. Genau das wollte ich filmen. Ist auch gut, ne? Ajo! Der ist gut. Tolle Feuerwehr-Tag-Filme. Fertig? Kenn ich. Das ist irgendwie so 2D-Dingsbums, wo man irgendwie so hochspringt. Genau, sowas, ne? 2D, ziemlich, aber ziemlich minimalistisch, so simpel. 3D drehen. Oh, okay. Ja. Also du guckst von der Seite auf die Welt und die kannst du dann drehen und dann guckst du von der anderen Seite auf die Welt. Das ist fest. Das ist fest, okay. Jetzt filmt er eine professionelle Kameramann-Ausbildung. Ja, habe ich. Ich kann jetzt diese Pizza müssen tatsächlich von beiden Seiten grillen, weil unten ist sie total lecker kross durch, wie man sieht, ja. Aha. Allerdings oben die Shrimps haben noch tatsächlich ein bisschen gebraucht. Soll ich halt ein bisschen mit Alufolie arbeiten und die Pizza von beiden Seiten backen, wie man sieht. Mit ein Alufolie. Sehr gelungenes Objekt. Ein Heck. Ja, in der Tat mein Meisterwerk für heute. Man beachtet diese leicht knusprige Schwärze. Ja? Ganz leicht, ja. Also leicht, leicht kross geworden. Und ich hoffe, den heutigen Tag zu überleben. Das war's für heute. Tut mir leid. Okay, cool. Mein Pferde. Oh. Schade, wundert mich eigentlich, dass wir jetzt angekommen sind. Oh, jetzt was Moderneres. Dreamcast. Was auch schon wieder Retro ist. Ich wollte gerade sagen, Dreamcast ist doch wohl voll Retro. 100.000 Spiele hast du dann da auf einmal und dann hast du auch alle Homebrews, die es je geben wird. Sind da auch Zusatzfunktionen wie Abspeichern? Harmony-Modul, Bildschirmfotos schon mal nicht. Abspeichern glaube ich auch nicht. Ah. Weil die Spiele waren ja damals auch nicht so umfangreich. Ja. Ich habe eine Idee,
So, und wenn jetzt alle fliegen. So schön ausgesehen, wie du da an dem Gitter gelehnt hast. Und so. Das ist sehr stilistisch. Ne? Ja, geil. Es kommt da einer raus, das ist der Money Shot. Sehr schön, danke schön. Ah, und da kommt noch ein Bierträger. Oh mein Gott. Ich wusste, dass geiler Teil hätte ich werden können, wenn ich die Leute davon weggelassen hätte. Oh, Bitboya, Christian, da kommt Bitboya. Ich würde gleich gerne Two Draco spielen. Gegen Two Draco. Das ist mein Spiel, okay? Ich will gegen die spielen. Ach so. Da muss man doch die Polung beachten, oder nicht? Da muss man die Polung beachten. Ja, von dem, ne? In Richtung, ja. Das sollte man machen, ja. Und zwar andersrum am besten. Dann passiert nichts. Wenn nichts passiert, dann ist es verkehrt rum, dann dreht es rum, dann ist es. Also geht nicht kaputt. Ich kenne das eigentlich, dass die kaputt gehen dann. Nee, es sind ja LEDs. LEDs sind ja Dioden. Und Dioden lassen den Strom mal in die richtige Richtung. Hier sind noch LEDs unten. Also, Dioden sicher, ne? Genau, Dioden sicher. Ja, für die Fläche sind wir hier. Oh, und hier sieht man sehr schön den Schimmel in der Hohlkehl. Tetris.